早く彼を見つけなくては。So, was gibt's Schönes hier? そのブローチ、君がクライブだな。腕の立つベアラー兵だと、まさから聞いてるよ。チョコボの支度をしているのか。どこかへ仕事にでも。人探しに向かうところだ。救い出したい奴がいるんでね。救い出すとは穏やかじゃないな。何かあったのか。いや、ただベアラーだったってだけさ。役人に突き出される前に何とか見つけ出したいところなんだ。Oh wow. そのベアラーは。Die Thematik aber ist auch richtig krass mit den Trägern. わずかな荷物を持ってここから逃げたよ。だが時期によってもかかる。その前に見つけて保護しなければ。Gute Nacht, Jost. クライブ、君さえよければ捜索に力を貸してもらえないだろうか。俺も探してみよう。協力に感謝するよ。探してほしいのはノリスという男だ。チャック・ノリス。安全な場所で保護する。おい、ヨヘ。Bestimmt machen viele diesen Witz. Ich habe heute ganz, ganz schlecht. ベアラーのくせに人のふりなんかしやがって。やつを役人に突き出してやる。これ以上もたもたしようってんなら、ただじゃおかねえぞ。落ち着いてくれ、ロナルド。これから彼と一緒に。Nein, ich meine nicht Witz über den Namen. Nein. このベアラーと？ベアラーになんて任せておけるか？俺が探しに行く。Gute Nacht, Mo. Schlaf schön. 危険だ。俺たちに任せておいてくれ。ベアラーと手を組むてめえなんざ、頼りになるかよ。クライブ、このままでは面倒なことになる。ロナルドは僕に任せて先に捜索を始めてくれ。ノリスは堕落の門の方へ向かったようだ。奴を見かけた人がいるかもしれない。どうか頼んだよ。Ich spiele auf Deutsch und. Ich warte noch kurz. Und ohne Scheiß, der Clive-Synchronsprecher verdient einen Preis. Ich würde es mir irgendwann auch gerne nochmal dann auf Deutsch zocken. So Final Fantasy-Teile spiele ich eigentlich sehr gerne mehrmals. Einfach weil es Final Fantasy ist. よく冷えてうまそうだな。さあさあ、買ってって。宿でスープにしてもらうか。So, da ist noch was und da oben. Denn dahin. Ja, dein Zustechen mit dem Schwert, ey, wow. Oh Gott. Spiel safe nochmal, kann ich absolut verstehen. Das wäre aber schon wieder ein anderes Gebiet. Heilige Scheiße, das, warum wird denn das jetzt immer größer hier? Dann mache ich das, glaube ich, später. Ich mache erstmal die zwei Aufgaben, die hier sind. Ich muss das eine noch hier abholen. Hallo. あんた、マーさんとこのベアラーだよね。一つ急ぎで頼みがあるんだよ。Hallo, Dentic. うっかり手を滑らせてクリスタルを落としちまったんだ。それも運悪く崖下の湿地帯まで転がっちまって。クリスタルで魔法を使わなきゃ売り物の魚も冷やせなくて商売上がったりだ。金ならいくらでも払う。俺のクリスタルを拾ってきてくれないか。仕方ない。行ってやろう。ありがてえ。助かるぜ。あと、落としたクリスタルなんだが、もしかしたら魔物が食っちまったかもしれない。なんだって？この辺りの湿地帯に救ってるボグクラブってやつが、クリスタルに群がってきたのが見えてな。Ah, die töten mir einfach. なら、片っ端から倒せばいい。
Wow, der macht genauso Scheißwitze wie ich. Das Kampfsystem Bogportaba ist echt tricky, muss ich sagen. Ja, alleine mit dem Just-in-Time-Ausweichen. Und du siehst halt nichts, weil so viel auf einmal passiert. Wirklich so viel auf einmal. Überall Feuer, Eis, Blitze und sonstiges. Und du sollst dann den Gegner sehen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Effekte ballert dir komplett auf dem Bildschirm, ja. Ich will gar nicht wissen, wie es im Stream dann aussieht. Aber Matschepampe. Das hätten wir sogar schon. Cool. Die Bosskämpfe hier sind epic as fuck. Das ist wirklich richtig, richtig krass. Du sitzt denn da, kämpfst und bist dann einfach auch noch so richtig mindfuck. Weil, wow. Hatte ich vorhin auch. Wow, einfach nur. Ich war richtig sprachlos. Dann die Musik dabei, das haut richtig rein. Das lässt sogar mich meine Sorgen vergessen. Weil ich einfach woanders gerade im Kopf dann... Sehr krass. Ja. Meine Kristalle haben wir gefunden? Ja. Ja. Das ist das. Und du so, wo bin ich? Oh, ich hätte auch gerne so ein Kristall und dann einfach hier so, so im Nacken liegen und wenn es heiß ist, dann... Ja. Reden der Geilheit. Okay. Schon noch heftiger, das glaube ich. Gib mir Loot hier. Denn er tut gut. Der Äther ist es, der den formlosen, dem formlosen Form und dem leblosen Leben verleiht. Jede Schöpfung verdankt ihm das Dasein und findet sie ihr Ende, wird der darin enthaltene Äther freigesetzt, damit er zu seinem Ursprung zurückkehren kann. In seltenen Fällen bleibt jedoch eine elementare Ladung in dem entstandenen Unrat gefangen. Ein geschickter Schmied kann sich diese Energie zunutze machen. Keine Ahnung für Epicness. Ich kann es absolut verstehen. Es ist einfach nur, man ist nur sprachlos und denkt, das passiert nicht gerade wirklich. Was einfach schon möglich ist mit Spielen, was daraus geworden ist, ne? Was man jetzt so zaubern kann auf Bildschirme. Das ist einfach unfassbar. Wenn man so zurückdenkt mit den Spielen von damals.
この辺りでノリスを見なかったか。Wie das alles anfing. やつなら湿地の方に走っていくのを見たぜ。こんな時間にランタンなんか持って妙に焦ってたが。湿地の方に。ありがとう。探してみる。Absolut, mir tut die PS5 dabei leid. Ja, die muss einiges einstecken. Gute FF7 Matschepampe auf der PS1. Ja, noch schlimmer, sogar noch schlimmer. Aber trotzdem war es damals der geilste Shit ever. Damit ist man halt aufgewachsen. ところにランタンが確かノリスも持っていたという話だったな。Ich will auf Performance Mode. Ich habe das die Standardeinstellung gelassen. Die war glaube ich auf Grafik. Weil ich jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht habe mit PlayStation und Performance-Einstellungen. Das war meist eher meh. War mehr schlecht als recht, leider. Also so war meine Erfahrung, deswegen habe ich das jetzt auch Standard gelassen. Das war gut, Performance-Mode schwankt die FPS teilweise richtig hart. Ja, das ist doof. Das ist genau das Problem, was ich in anderen Spielen auch hatte, wenn ich das mal ausgetestet habe. Das ist eigentlich schade, weil es gibt die Einstellung und dann ist sie eher. Anta ga Noris ka? Zare da? Naruhodo. Hou ni Bearer no kokuin ga nai to wa. Dakara, ano otoku wa damasareta to. Okay, ist das wirklich so okay? Das まさかロナルドに言われて俺を捕まえに来たのか。親友だったのにあいつよくも。俺は奴隷になんかなりたくないんだ。お前もベアラーなら知ってるだろう。ベアラーがどんなひどい目に遭うのか。あ、でも、dann stimmt's bei mir nicht。俺はマーサの仲間に頼まれてきたんだ。Bin bestimmt nicht fröhlich。あんたを保護するためにな。お、俺を保護だって？マーサは密かにベアラーたちを保護している。俺も世話になった。彼女は信じていい。マーサがそんなことを。確かにあの人なら何とかしてくれそうだが。迎えを呼びに行ってくる。それまでここに隠れていてくれ。わかった。ありがとう。そのすまなかったな。あんたをまるで悪者みたいに言っちまって。いいんだ、気にするな。そういえば、ここに来る途中でランタンを拾った。これはあんたのものか。ああ、魔物と戦った時に落としてたのか。昔、ロナルドがくれたものさ。もう俺には必要ない。好きにしてくれ。なら、俺が使わせてもらおう。あの男からあんたを守るためにな。刻印のないベアラー、ここまで隠し通してきたのに。親友に。Mach das, May. Schlafe gut. Danke nochmal. Ich muss mal gucken, was ich. Ob ich morgen auch noch spiele. Weil Montag werde ich ja nicht streamen können. Wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht, aber. Mal gucken. Ich brauche eh im Moment viel Ablenkung. Vielleicht. Wäre das nicht so schlecht. Aber erstmal sehen, was morgen so ist. Oi, 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 oi. Kaido, hazle yo. Ich
spiele auch seit etwa 10 Uhr morgens. Ja, nicht schlecht. Halt die Klappe! Was für ein Blödmann hier. Oh, guck mal, Clive! Danke für den Raid! そんなもんいらねえよ。死んだってんなら、生成する。大体役人たちのベアラー管理がずさんだから、こんなことが起こるんだ。もっと厳しく取り締まって。クイーンの入れ忘れなんかなくしてもらわねえと。クソ。ベアラーとつるんでたなんて、一生の汚点だぜ。わかんないわ、マジ。マジか、ノリスは本当か。 まさかノリスは本当に。安心しろ。もちろん無事だ。スリーリーズ湿地にある小屋に行け。あんたたちが来るまで待たせてある。よかった。ああ、すぐに迎えに行くよ。ありがとう、クライブ。少ないが報酬だ。もらってくれ。 Ach, der spoilert. Uff. Ja, sowas ist eher ungeil. Sowas macht man nicht. Ich sehe auch gerade die Nachricht. Hashtag steht, du wirst gespoilert werden, mach ich doch gerne. Da steht no spoilers. Lern lesen, Alter. What the fuck? Sowas ist uncool. Mach sowas nicht. Sowas. Nee. Sowas wirft man auch nicht in den Raum. Das ist wirklich nicht cool. Ich weiß auch nicht, was man davon hat. Nee, mit sowas machen wir auch keine Witze. Es ist schade, dass. Ja. Okay, das wollte ich gar nicht. Über Marthas Rast. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren alle Betten im Gasthaus belegt, aber bei allem, was seitdem passiert ist, kommt es mir trotzdem vor wie eine Ewigkeit. Auf dem Weg hierher ist dir doch der Aquädukt aufgefallen, oder? Die Handwerker, die daran gearbeitet haben, haben allesamt hier übernachtet. Natürlich wurde er nie fertiggestellt. Ihr könnt ihn auch gerne melden, wenn ihr wollt. Also würde ich auch empfehlen, weil... Als die Kaiserlichen einmarschiert sind, wurde der Bau abgebrochen und die ganzen Steinmetze saßen auf einmal ohne Arbeit und Geld hier fest. Er ist nicht der Erste. Es sind halt einfach Vollidioten, die nichts Besseres im Leben zu tun haben und sehr armselige Würstchen sind. Das kann man einfach nichts anderes zu sagen. So, auch wenn lange nicht mehr so viele Menschen kommen wie früher, sorgen meine Blutbeile dafür, dass er ein sicherer Ort ist, wo man sich von den Strapazen einer gefährlichen Reise ausruhen kann. Habe ich ihn direkt gebannt. Ja, ist gut, dass ihr da direkt... Ich habe da gar nicht weiter drauf geachtet. Ist mir scheißegal. Also ich bin safe. Über das Kloster... Uh-huh.
Das Kloster ist einer der letzten Orte in Rosaria, wo man Träger wie Menschen behandelt. Eigentlich eine Ironie des Schicksals, schließlich wurde er von den Kaiserlichen gebaut. Ein Haus zu Ehren Grigors, direkt vor unserer Nase. Die meisten Diener der Göttin sehen zu, dass Träger ihrer Kirchen und Kapellen nicht zu nahe kommen. Aus Bammel, dass die Balken unter dem Gewicht ihrer Sünden zusammenbrechen können. Oder was weiß ich für einen Unsinn. Der Abt von St. Gladimon Mond ist einer der wenigen, die die Schriften aufmerksam studiert haben. Er weiß, dass die großen Grigor keiner ihrer Kinder leiden sehen wollen würde. Natürlich muss er aufpassen, was er in der Öffentlichkeit sagt. Aber hinter verschlossenen Türen sieht das anders aus. Er ist einer unserer Verbündeten, also kannst du ihm vertrauen. Okay. So. Einmal versuchst du den Scherben den ganzen Tag. Wow. Geht's bei dir oder was, May? Wie hobbylos muss man sein? Anscheinend keine Freunde, kein Leben. Das ist so. Das ist schon sehr armselig. Nein, jetzt hör auf mit deinem Schwert. So, wir müssen eh da nach oben. Sehr gut, da ist nämlich noch eine Nebenaufgabe. Die anderen Orte sind alle noch gesperrt. Wir werden bestimmt die Welt erobern mit unseren Kräften. Boah, ekelhaft. Also noch ein lustiger Fakt, der zu vorhin passt. Es gibt eine bestimmte Art von Särgen, die als Werbe Beinablage oder Picknicktisch genutzt werden kann, bevor er für den eigentlichen Zweck verwendet wird. What the fuck? Okay. Interessant. Das ist so viel im Abgang. Also doch Picknick, Lisa. Nee, lass mal. Ninja Turtle, Ninja Turtle. Ja.
Boah, die Schildkröten sind aber schon ein Monster, oder? Kommen die einfach so Beyblade-artig auf dich zu? Trockenen windigen Tagen können Paul mehr als 850 Kilometer fliegen, ihr seid nirgends sicher Allergiker. Ja, wir sind halt ziemlich gefickt, ja. Das stimmt, das ist das Leid der Allergiker gegen Pollen. Scheißdinger. Anders funktioniert es uns nicht, die ja, Blütenpracht und Bestäubung. Ah, das macht so Spaß. Meine Augen brennen nur langsam weg, aber ich muss aber auch gleich ins Bett. Ich kann nicht mehr. Hallo Trichter. Man kann auch selber besamen. Bitte was? Wait a minute. Okay.
Hab seit heute Red Dead Online, das ist voll geil. Oh geil. Das ist wirklich geil. Oh nee, das ist schon wieder so ein Mopsi. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, Mirko langweilt sich. Ich glaube auch. Boah, was zur Bestie. おいあんた、ちょっと来てくれ。あんた、ちょっといいか。ってなんだ、傭兵かと思ったらベアラーかよ。まいったな、主の許可なしには。待てよ、そのブローチ。お前、マーサのとこのもんだったのか。それなら話が早い。手を貸してくれ。実は最近、ここらに魔物が増えてきてな。奴らの好物でおびき寄せて、一気に片付けるつもりだったんだが、
思いのほか集まってきて、どうにも手に負えなくなっちまった。黒の一帯に住処を追われ、この辺りまで降りてきたんだろう。まったく、飢えた魔物を甘く見てたぜ。マーサに雇われたベアラーなら腕も立つだろう。この先にいる魔物を退治してくれないか。いいだろう。俺がそいつらを倒してくる。ありがてえ。マーサにはちゃんと礼を言っとくからよ。ここから少し行ったところに餌を設置してある。今頃魔物たちが群がってるはずだ。奴らを退治したら俺の仲間に伝えてくれ。イーストプールへの橋の先にブライスって男がいるからな。それじゃ任せたぜ。Wie viele Punkte habe ich? 1400. Oh, da sollten wir mal langsam hier...